Die Börsenminute Viele Reaktionen gab es zu meiner letzten Podcast-Folge der Geldmeisterin mit Akatis AG-Gründer Hendrik Leber, der meinte, 7% Rendit pro Jahr sei notwendig, um in den nächsten zehn Jahren sein Vermögen zu bewahren. In den Shownotes, sprich Text zu dieser Episode, habe ich nochmals zur Folge mit Hendrik Leber verlinkt. Wenn man 7% Rondit haben möchte, würde das bedeuten, dass sich der Wert der Aktien in den nächsten zehn Jahren verdoppeln müsste. Und das traut er unter anderem Wasserstoff, KI und Biotech Aktien zu, nicht aber Banken und Autowerten. Hier nochmals zum Nachrechnen die Formel zu seiner Berechnung. Es ist die 72er Regel, die leitet schlicht und einfach her, wie lange Kapital zur Verdopplung bei einem bestimmten Zinssatz braucht. T, die Zeit, ist gleich 72 geteilt durch den Zinssatz. Sprich, bei einem Zinssatz von 4% braucht es 18 Jahre, bis sich das Kapital verdoppelt. Bei einem Zinssatz von 7% sind es eben rund 10 Jahre. Die 72er-Regel zeigt auch, was Inflation Geld vernichtet. Geht man für die nächsten Jahrzehnte also von einer durchschnittlichen Jahresinflation von 4% statt wie bisher die EZB von 2% aus, hat man also in 18 Jahren seine Kaufkraft halbiert. Deshalb braucht man eben mehr. 7% Rendit, wenn man Steuern und auch die Investmentgebühren berücksichtigt. Wenn man eben von 4% Inflation pro Jahr ausgeht. Laut Wertentwicklungsstatistiken des BVI, Bundesverbands für Investment und Asset Management, waren in der Vergangenheit über 25 Jahre nur mit internationalen Aktienrenditen von 7,2 pro Jahr realistisch, nicht mit Mischfonds und schon gar nicht mit Anleihen. Das ist auch, warum ich übrigens keine große Freundin von Anleihen bin. Einige Kommentare meinten, dass sieben Prozent bei Fondsgebühren von Arkatis nicht ausreichen. Natürlich muss der Ausgabeaufschlag fünf Prozent beim globalen Aktienfonds von Arkatis, die erst gar nicht investiert werden, auch verdient werden und in jedem Fall in die Rechnung einbezogen werden. Alles Gesagte ist nur die persönliche Meinung von Julia Kistner und daher keine Anlageempfehlung und keine Rechts- und Steuerberatung. Für Verluste, die aufgrund von getroffenen Aussagen entstehen, übernimmt die Autorin Julia Kistner keine Haftung.